sind wir genauso sprachlos wie immer. Du, die, okay, Okt. Jo. Die Oktrainer kommen. Aha, okay. Wow. So, meine lieben Leute, und damit herzlich willkommen zum neuen Let's Play Game Splatoon. Mit dabei heute der liebe Robin, den ihr vielleicht schon aus ein paar anderen Let's Plays kennt. Und ja, nehmt mal bitte den Jungen. Ja, ich habe mir das Spiel jetzt mal gekauft und ich mache das mal. Nimm ganz braun. Nee, ich nehme keinen Mega. Mega. Nee. So, Augenfarbe machen wir so. Bin ich zwar nicht, aber egal. Und los! Zuerst mal werden wir den Story-Modus Let's Playen und dann den Online-Modus. Hier, das ist jetzt das sowas, ist wie man es lernt. Ja, das muss man machen. Und hier, ja genau, okay. So, ich weiß zwar nicht mehr genau, wie geht das. Ich weiß, ich hab die Testmission gespielt, aber man kann den Steuerungsmodus, glaube ich, ändern. Genau, beweg dich nach vorne. Okay. Hallo, geht das jetzt? Gut. Na, das ist eine... Die Steuerung ist zwar nichts, naja, ja, hast du bald mal, ich will den Ballon da schießen, ja. Also es ist beim ersten Mal ein bisschen schwer, also ich spiele gerade Robin, guck zu, da kann meine Kamera drehen, das ist auch gut. So, das Ganze wird jetzt ein Langzeitprojekt, denke ich mal, hoffe ich mal, Y-Kamera, ach ja, Kamera zurück, das ist gut. Weil das Spiel ist, das hat mich echt viel gekostet. Ihr wisst ja, wie viel es kostet im E-Shop. Leider habe ich es jetzt nicht billiger gekriegt, weil ich die Testversion hatte, weil ich zu lange gewartet habe. Aber nun ja. ZL Tintenfisch. Wie geht das jetzt? Du musst okay, das ist eine Tintenpatrone. Ja, jetzt musst du Tintenfisch ansetzen. Jetzt ZL. ZL, ach genau. Genau, okay, das geht. Jetzt lädst du auch auf. Ja, genau, das weiß ich noch aus dem Online-Modus. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt mal im Speedrun. Oh, das ist ein bisschen scheiße. Also ich muss dann die Steuerung auf jeden Fall noch ändern. Weil jetzt ist die Steuerung noch nicht so gut, weil man jetzt mit dem Gamepad das bewegen muss. Und dann X. Ach genau, X, okay. Auch als Tintenfisch springen. Gut. Also das muss man machen. Okay, hier muss ich Anlauf und X springen, okay. Machen wir das mal. Fast. Okay. Okay, also ich spiele das gerade das erste Mal seit der Demo. Da hatte ich es ja runtergeladen, aber auch nur dank Thomas. Ja, jetzt haben wir es. Weil der hat es mir gesagt, sonst hätte ich nicht mal gewusst, was Splatoon eigentlich ist. Also, danke an Thomas. Gut, ich hoffe, euch gefällt auch, dass ich das jetzt... Let's Play, okay, hier kommen wir so durch. Und ja, gut, hier. Okay. Farben bist sonst langsam, okay. Gut. Wie das Ganze online wird, weiß ich nicht genau. Farbbombe, okay. Rechts, hier. Hey, wie geht das? Achso, ist zu schwach, okay, ich muss es brauchen. Yes. Gut, jetzt. So, wie das Ganze online wird, weiß ich nicht. Renn hoch. Muss jetzt anspritzen, genau. Ach ja, stimmt. Jetzt, gut. So, wie das Ganze im Online-Modus wird, weiß ich noch nicht genau, weil ich den Online-Modus, wie gesagt, nicht kenne. Robin hat sich ein paar Videos davon angeguckt, ich allerdings noch nicht. Das ist jetzt auch eine sehr gute Vorbereitung, muss ich sagen. ZL, jetzt kannst du einen ganz weiten Sprung machen. Genau. Jetzt habe ich noch eine Bombe geworfen. Hallo, wer ist das jetzt? ZL. Ganz kurz. Ach,
da ist ZN Lux. Sorry Leute, das war jetzt sehr gut. Gut, das Tutorial haben wir abgeschlossen. Hoffe ich. Ja, gut. Nintendo, wer jetzt erwartet? So, wir werden den ersten Teil des Story-Moduses, des Story-Moduses, des vom Story-Modus Let's Play in diesem Video und dann, ja, also dieses Video im Klartext, das Tutorial und dann der Story-Modus. Ich habe wie gesagt keine Ahnung, wie das geht. Guck mal, da wo die Katze ist, da kannst du die Waffen auswählen. Okay. Also Robin hat sich wie gesagt schon ein Video angeguckt, ich nicht. Ja. Okay. Gut, los, nicht vor. Bla bla bla, ich mach das jetzt einfach mal weiter, ich hoffe, es stört euch jetzt nicht. Und die Kamera muss ich nochmal ein bisschen ändern, denn die ist nicht ganz perfekt. Jetzt ist sie perfekt. Und jetzt ist sie gar nicht perfekt. Das ist eine Bag. Ich muss sagen, das ist jetzt sehr gut geplant. So. Okay, weiter geht's. Das hab ich jetzt schön verkackt. Okay, aber ihr wisst, dass manchmal sowas vorkommt. Ja, bla bla bla. Ich lese es jetzt nicht, Robin weiß ja, wie es geht, hoffe ich mal. Limone Aiolo, okay. Ja, mach jetzt mal bitte. Hopp, hopp, hopp. Komm, siehst eh keine Sau. Ja, mach ihn jetzt bitte. Ja, bleib schmutzig. Willkommen in bla bla bla. Hier ist das Zentrum, bla bla bla. Hier findest du jeden Tag neue Leute. Aha. Kämpfen, okay. Gut. Das hohe Gebäude vor dir ist das bekannteste Wahrzeichen der Stadt. Alles klar. Der Tintenturm. Aha. Im Tintenturm findest du die Lobby für den Online-Kämpfe. Okay, das ist schon mal gut, dass ich diese Info bekomme. Hier haben wir den Boil ab. Ach, keine Ahnung. Das trendigste Modezentrum in Inkopolis. Okay, das ist anscheinend die Stadt. Dort findest du die fettesten Waffen und die besten Ausrüstungen für den Kampf. Alles klar. Aber unter uns, die Verkäufer da sind ein bisschen versnookt. Okay. Wenn du ihnen nicht cool genug bist, weigern sie sich, dich zu bedienen. Alles klar. Ein Schockgebäude, Typen ist ja Duell, Dojo, hier, Freunde antreten. Okay, gut. Freunde, entweder Thomas. In dieser Scheiße, was los zu sein, okay? Da ist wahrscheinlich der Story-Modus, oder? Huch. Was ist das denn hier für ein Typ? Aha. Der sieht aus, als würde er einen Schwierigfilm bringen, okay? Hey, ist das der Story-Modus, oder? Na ja, geil, geh mal in die Lobby und töte den Fischsturm. Da kannst du dich direkt in den Kampf stürzen. Ist es dann der Story-Modus? Ja, ne? Könnte sein. Was geht auf dahin? Machen wir einfach mal. Junge Mucke, ey! Okay, gut. Hier geht's hoch. Und kommt in der Lobby, okay? Ja, bla 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 bla. Das ist Lobby. Das ja. Bist du bist arm. Ja, ich bin sehr arm, ich weiß. Ist ja nicht so, als ob ich gerade gestartet hätte. Mach doch bitte mal hin. Los jetzt. Ups, nein, das will ich jetzt nicht. Warte, warte, das ist Drangkampf, das ist online. Standardkampf, das ist Freunde. Wollen wir einmal online oder? Nee, ich will erst den Story-Modus. Ja, das ist aber online. Toll, hättest du mir mal sagen können. Geht mal in das, ist die, das ist diese Seitengasse wahrscheinlich. Ja, komm, hier. Probieren wir mal. Da ist ein Vögel. Ansprechen. Jo, was geht? Ey, was? Was bist du denn? Wir überspringen einfach mal. Hey, der labert sogar. Hä? Was ist das denn? Ich will den Story-Modus machen, Mann. Warte, warte, warte. Geh mal, wo man die Waffen auswählen kann. Okay. Na da. Nee, nicht da rein. Nicht da rein. Was ist das? Keine Ahnung. Achso, okay. Das ist keine Ahnung was. Du hast aber gar nichts. Ja. Okay, das ist der Shop zum Kaufen. Ja, ich möchte hier aber nichts kaufen. Jedenfalls vorerst. Gehen wir mal links rein. Nein. In den? Ja. Nein, ganz da vorne. Nein, andersrum. Immer weiter. Jetzt immer weiter. Und jetzt da vorne. Da. Da, okay, gut. Da sind die Buff. Ich brauch endlich den scheiß Story-Modus, Mann. Ja, okay, komm. Gespeichert, okay, das ist schon mal gut, dass es gespeichert wurde.
Ja, schön, wo ist denn dieser scheiß Tortimus? Wir hätten vielleicht doch mal lesen sollen, wir gehen einfach mal da hoch. Laufen wir einfach mal durch Splatoon. Duell Dojo. Warte, ich gucke einfach Video. Nein, machst du nicht. Ich mach's auf Fleiß. Nein! Dann ist bei mir so der Story-Modus. Wo ist dieser Story-Modus, Leute? Das ist jetzt echt fällig. Okay, ich würde sagen, wir machen weiter, wenn wir den Story-Modus gefunden haben. Sorry dafür jetzt, aber das ist einfach mal total nutzlos, dass wir jetzt die ganze Zeit durch die Stadt laufen. Die Grafik ist echt geil eigentlich. Also es ist echt cool. Cool, dass ich es mir gekauft habe. Gut, dann gucken wir jetzt erstmal, wo der Story-Modus ist. Also sorry für diese Dummheit. Okay, wir wissen, wo der Story-Modus ist. Das ist sehr gut. Ja. Ein paar andere YouTuber haben den Vorteil gehabt, dass tatsächlich der Story-Modus hier ist, bei diesen komischen Containern, und deswegen, ja, ZL betreten. Gut. Das sollte der Story-Modus sein. Ja, hock dich halt hin. Ich muss hier schön stehen, weil ich leider nur 3 Stunden habe. Gut, jo, da bin ich. Und ab jetzt sind wir genauso sprachlos wie immer. Die, okay, okt. Jo, die okt. Trainer kommen. Aha, okay. Wow. Gut. Entschuldige, da ist mir wohl das Steuerrad durchgegangen. Laie. ja, das ist schön, dass ein Update für meinen PC. Naja. Ich bin Captain Kuttelfisch. Aquamarine, ja genau. Aquamarine Captain AD. Deine funkelnden Augen, dieses Temperament habe ich besucht. Alles klar. Der Riesen. Elektrowelt, Energieversorger von Ignopolis ist weg. Okay, dann ist es wahrscheinlich der Sinn des Story-Modus, diesen komischen Typ da wieder zu finden. Ich habe diesen Energieversorger. Auch wenn mir wieder keiner glaubt, das waren die Octrainer oder wie man das ausspricht. Sie dachten, langsam wird mir das zu dumm. Ich hoffe, ich störe das nicht. Wenn ich dann mehr Abonnenten habe, werde ich das bei solchen Spielen auch mehr durchlesen. Ja, was bringt das jetzt? Okay, dein Schweigen deutlich als ein Blablabla. Ja, überspringen es einfach mal so lange. Naja. Ja, hast du es bitte bald? Ich würde gerne anfangen. Kann man nicht hier irgendwie Stadt drücken oder so? Ach, nein, nicht. Okay, wo muss man hin? Färbe mit ZR die Geheimwände. Verstecken Octana. Okay. Das wird wahrscheinlich das sein. Genau. Was macht man jetzt? Das versunkene Oktozentrum, Z-Mission, okay. Das ist die erste Mission, wie auch immer man die macht, weiß ich nicht, ich habe wirklich keine Ahnung. Anscheinend sieht man jetzt hier, ich verlasse mich auf dich, okay. ZL. Gut. Okay, man muss die Viecher da töten, wahrscheinlich. Okay, ja genau, man muss die Viecher töten. Mach die Kisten noch aus dem Sack, Spezialwaffen drin. Okay. Also, okay. Da nicht die andere Auge. Was muss ich dabei denn? Okay, die kann ich bekommen. Gut. Da drin sind noch Kisten. Wo? Ach da, okay. Siehst du erst aus. Ich werde den Online-Modus wirklich erst im Let's Play anfangen. Heißt, ja, wir werden definitiv erst anfangen mit dem Online-Modus im Let's Play. Heißt, ihr werdet alles sehen, was es ja, gibt, so gesagt. Oha! Ich muss ihn töten, hallo? Oh! Achso, der hat eine Schutzwand. Ah, ich dachte, das wäre das Ding schon. Gut, der ist tot. Da ist das. Ja, das mache ich noch kaputt. Vielleicht gibt es da so nur online mit den Waffen, ich weiß es nicht. Gut, erstmal Tinte wieder aufsammeln. ZD. So. Ja, hier noch mehr. Okay, gut. Oh shit. Huba, das wird knapp. Komm, was sind das für Viecher eigentlich? Ich will die mal angucken. Scheiße, ich hab keinen Mund. Nein, nein! Ich kann nicht im ersten Part schon sterben. Gut. ZL. Nein, nein, da war noch eine Kiste. Ich will die Kiste. Naja. Ich glaube, du kannst auch hochklopfen. Was? Wirklich? Ja. Nein, aber ich kann nicht meine Farbe aufladen. Das ist auch wissenswert.
Was ist das denn da eigentlich? ZR eine Bombe, okay. Ah, eine Bombe. Verdammt, wir müssen von da unten anscheinend werfen. Und der trifft mich, scheiße. Gott, ach, der trifft auch nicht. Der war hoch. Ja gut, das wäre irgendwie einfacher. Machen wir mal Bombe. Oder hab ich auch. Shit. Aufladen, ja. Wirf doch jetzt! Bombe. Fuck, ich kann immer noch nicht. Ja, ja, ich bin. Hey, ich bin noch voll aufgeladen. Ja, endlich. Er ist down. Auf ihn, oder? Ist er tot? Hey, ist dieser. Hey, was ist das für ein. Das ist eine Bombe mehr. Ja, ich. Yeah. Ja, jetzt hab ich. Also auch ein Ziel. Ja, hab. Achso. Ah, fuck! Nicht auf ihn. Daneben. Ja, jetzt genau. Endlich, Halleluja. Ja, okay. Nee, ach so, man muss den ablenken. Ah, und ich wäre fast gestorben. Mach mal von da oben, nicht da von da unten. Warte, ich hab's. Jetzt. Jetzt. Ja. Sprungfeld aktiviert, gut. ZL. Da oben ist es. Und da springt er weiter. Ach, ist doch egal. Das ist jetzt einfach mal nur so. Der ist noch nicht tot. Hat der wieder ein Schutzding? Nein. Ja, der ist tot, Nova. Ja, jetzt guckt da drüber, genau. Ja, na. Fuck. Kann ich die aber so einsammeln? Kann ich die einsammeln? Hä? Ja. Lad deine Scheiße auf, Mann. Ja, jetzt endlich. Verdammt! Ich würde noch mit den Fisch rüber. Das geht nicht, ja, ich will nicht failen. Nee, immer noch nicht! Nee. Jetzt bin ich im Fisch. Ich weiß nicht noch, wie das geht. Doch, X. Ach, da unten. Oh! Ja, wenn man da unten auch leben kann! Nee, jetzt bin ich hoch mit dem Fisch. In der Wand. In der Wand. Ja. Fuck, ich bin tot. Ja, jetzt leben beide wieder. Ja, so. Ich bin doch zu dumm, den zu treffen. Lade dich wieder auf, Mann. Oh! Ja! Sprungfeld aktiviert. Ja, wo ist denn das schöne Sprungfeld? Wo ist der? Ach, da. Bin ich gerade hier runtergegangen? Oder nicht? Geh hoch! Hebt noch das eine auf. Wo ist. Ach ja. Und da tun wir auch. Was bringt das? Weiß ich nicht. Aber es bringt 38 Dinge, okay. Vielleicht kriegt man da irgendwie Bewegung oder so. Geht, ja, ja, das wäre sehr schön, denn wir haben gar nichts. Oha, da läuft viel von dem Müll rum. Die! Die! Mann! Hey! Die Steuerung, ey! Ich muss die unbedingt ändern. Okay, im ersten Part lasse ich es jetzt aber mal so. Weil das glaube ich noch. Oh. Ich will die Wand hoch. Okay, direkt das Snipe, komm. Wo schießt der denn hin? Wird er nicht hingeschossen nach dahin? Ja, das ist die Waffe. Gut, er ist tot. Sprungfeld aktiviert, das ist da vorne anscheinend. Ne, warte, da hinten war noch Kisten, oder? Nein. Doch nicht. Ja. Da haben wir irgendwas gefunden, eine Rastel oder so. Ein Rüstungsteil, ah. Ja, jetzt Stärke. Und du hast eine Rüstung. Und okay, das ist schön. Für den Container brauchst du einen Schlüssel, würde ich sagen. Aha. Der Container ist also anscheinend das Ende der ersten Mission, oder? Kann das sein? Da oben ist der Schlüssel, ich sehe. So, zerstören wir die Partisten noch. Ich weiß nicht, es kann sein, dass ich mich gerade mega dumm anstelle, aber ich glaube, ich mache das gerade ganz gut, wenn ich zum ersten Mal spiele. Zum zweiten Mal, ich habe ja die Testversion gehabt. Fand ich auch cool, die Testversion, das sollte Nintendo öfters machen. Bei solchen Spielen jedenfalls. Die vielleicht. So, Hype, okay. Gut, dann gehen wir zum Kostener. So. Gut, wie geht das jetzt? Ah, okay, einfach so. Das ist schön. Zur nächsten Plattform. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange das noch geht, also. Aber wir machen auf jeden Fall so lange, bis es endet. Denn ich will nicht den Speicherstand verlieren. Ich
lerne schnell. Oh, und ich verkack's immer. Der kann nämlich nicht sehen. Oder so nah dran, was dir bitte. Dieses Viech nervt mich. Wieso bin ich eigentlich nie da? Seine Duft. Junge, ich muss gleich aus. Oh, dieser Musch. Ja, hier. Meine Fresse. Hat nur lange genug gedauert. Noch ein Schlüssel, okay. Ich hab gesagt, wir haben jetzt nichts wie zum Container. Ja, wo ist der Container? Da ist noch ein Schlüssel. Quatsch, eine Kiste. Da ist nichts drin, leider. Ist ja auch noch ein Glück. Ja, mache ich jetzt auch. Oh, war da viele Zünder. Ich weiß zwar nicht, was es bringt, aber anscheinend. Okay. So, er ist tot. Nächster Container, ZA, ZL, Z1. Wo sind wir hier? Elektro. Was ist? Fertig! Yeah! Okay. Wir schaffen noch 3. Ne, 2, denke ich mal. Nein, nein, wir lassen das. So Leute, ich würde sagen, das war das erste Level. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Splatoon wird jetzt öfters kommen als normal. Besser gesagt, oh, ich kann hier fahren mit den Spritzen, das ist auch gut. Also Splatoon wird jetzt ein bisschen gesuchtet. Heißt, ich werde vielleicht heute noch ein paar machen, vielleicht noch nicht. Das war's erstmal von meiner Seite. Hier, den spritzen wir auch an. Oh, das geht. Doch, das geht. Okay. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann abonnieren, Like geben, wie immer. Und ja, dann ciao, Leute. Ciao. Ja, und tschüss.